da vorne. Ja, Jedi Fallen Order ist ein verdammt geiles Spiel. Es erinnert von der Art her, tatsächlich erinnert es mich ziemlich an Uncharted. Auch was die Kletterpassagen und so weiter angeht, was ich erst gar nicht erwartet hätte. Nur mit dem Unterschied erstens mal, dass es im Star Wars-Universum spielt und ich liebe das Star Wars-Universum. Ich meine, ich habe ja auch die ganzen, oder also ich habe viele, ich habe noch einige hier rumliegen, die ich noch gar nicht gelesen habe, aber ich habe sehr, sehr viele Star Wars Legends Comics gelesen. Und ich liebe das Star Wars-Universum. Alles darin. Ne? Und es hat ein verdammt geiles Kampfsystem. Und das waren immer so diese Passagen an Uncharted, weil ich die mich ein bisschen gestört haben, weil ich finde, das Gunplay von Uncharted war nicht so geil. So, jetzt muss ich erstmal... Fuck, wie war denn das nochmal mit dem Scheiß... Nein! Ach. Wie war das nochmal mit dem Stehlen? So viel... die Taste war's nicht! Scheiße. Ah, ich will nicht mehr. Die Taste war's, hey. Ah. Okay. Üben wir doch ein bisschen was. Und ja, das ist immer das, was mich ein bisschen an Uncharted gestört hat. Ich liebe die Uncharted-Spiele, aber ich finde immer diese Shooter-Passagen... Die waren so ein bisschen 0815, weil halt das Gunplay einfach nicht so geil war von den Uncharted-Spielen. Es war okay, aber es war nie das, worauf ich mich besonders gefreut habe. Eher so auf die Kletterpassagen, auf die Dialoge, auf die Story. Und Star Wars hat eben all das, also Fallen Order all das, nur noch mit dem Unterschied zusätzlich, dass es im Star Wars-Universum spielt und ein gutes Kampfsystem hat. Das ist einfach meiner Meinung nach das perfekte Spiel für mich. Also, zumindest in diesem Genre. Und die Grafik ist sowieso geil. Also, ich muss aber sagen, also dieses Kampfsystem ist der Hammer und ich hatte eigentlich auch vor, es, da ich es im Stream spiele, nicht auf 100% durchzuzocken. Aber ich muss es einfach. Also, die Spielwelt ist auch so geil miteinander verknüpft und es ist ein absolutes Highlight, dieses Spiel. Ich hab den ersten Schlüssel. Hol dir den zweiten, bevor die Wache es meldet. Diese Action-Cam. Okay. Got it. Hervorragend. Der Schlüssel ist intakt. Wir treffen uns für die Übergabe vor der Statue des Generals. Upsi. Das ist jetzt nicht so cool. Okay. Oh oh. Ich mache mir halt echt Geldsorgen. Aber wenigstens haben wir jetzt den leisen Finisher. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt... Ich glaube, den haben wir erst seit diesem Gebiet, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, von dem, was wir da jetzt haben, können wir uns eine von den Fertigkeiten kaufen, die jetzt noch ausstehen. Eine. Ihr versteht, was ich damit sagen will, oder? Ich hoffe doch. Und ja, also jeder, der das hier sieht und Jedi Fallen Order noch nicht gespielt hat, erstens guckt meinen Livestream, da seht ihr meine Begeisterung live. Weil ich, es ist ja auch komplett neu für mich, das Spiel. Also es ist quasi ein Blind Let's Play Streaming, was auch immer. Und zweitens spielt dieses Spiel. Also... Das Ding ist, ich habe ja nie Dark Souls 1 gespielt, aber Dark Souls 1 wird ja so enorm gelobt für seine unfassbar krasse Spielwelt, die wie so aus einem Guss wirkt. Und genauso wie Dark Souls 1 die Spielwelt sein muss, ist glaube ich auch die Spielwelt oder sind die Planeten von Jedi Fallen Order. Es ist schwer zu erklären, aber die Spielwelt fühlt sich wie 1 an. Weil, das ist schwer zu erklären. Ich trigger erstmal den Dialog hier. Gute Arbeit. Mit diesem zweiten Schlüssel und meiner Greifkamera bin ich bereit für das innere Büro. Brauchst du da drin wirklich keine Hilfe?
Dieses Problem kann leider nur durch Technologie gelöst werden. Ja, gut, dann viel Spaß mit deiner Technologie. Wart nicht auf mich, das kann die ganze Nacht dauern. Well, that's a Bentley mission. Das ist fies, wisst ihr? Früher war es so, wenn ihr ein Missions-Icon gestartet habt mit Bentley oder so, ihr wusstet, wenn Bentley draufsteht, dann ist auch Bentley drin. Und heutzutage, da startet ihr eine Bentley-Mission und dann ist da auf Amaslai drin, weil ihr Bentley nur irgendwie eine Millisekunde am Anfang spielt. Aber das Problem ist, genau umgekehrt ist es dann, ja, mit den Slime-Missionen. Wo ihr dann Slime-Mission startet und dann spielt ihr da gefühlt 2 Minuten Sly und dann... Wow. 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 Oh Mann, ich hasse es, mit Bentley zu kämpfen. Verpiss dich. So. Ich muss da irgendwie lang. Keine Ahnung. Oh Gott. Wollte ich noch was zu Jedi Fallen Order sagen? Ich weiß es nicht. Achso, ja, die Spielwelt. Ihr müsst euch das halt so vorstellen, ihr startet irgendwo und dann geht ihr einfach so in die grobe Richtung von dem Ort, wo ihr denkt, dass da das Missionsziel ist. Beziehungsweise das Missionsziel wird euch natürlich angezeigt, aber ihr werdet jetzt nicht an so einer Schlauchlevel da durchgeführt, sondern das ist so eine Open-Schlauchwelt in dem Sinne. Und dann macht ihr eben, geht ihr da entlang und dann geht ihr mal in optionale Bereiche entlang oder so. Und dann geht ihr in so einen optionalen Bereich und rutscht zum Beispiel so eine riesige Eisrutsche runter. Und dann ist da unten so ein Seil und das schlagt ihr ab und dann steht da Abkürzung freigeschaltet. Okay, dann fragt ihr euch, oh, was denn jetzt für eine Abkürzung? Egal, ihr geht wieder hoch. Also ihr könntet auch da unten dann weitergehen, aber ich bin dann wieder hochgegangen, habe die Hauptstory weitergespielt. Und irgendwann im Verlauf meiner Erkundung auf dem Planeten bin ich dann auf einmal wieder unten in dieser Höhle gewesen und habe auf einmal gesehen, ach ja, wie geil, hier habe ich ja damals durch diesen optionalen Weg, den ich gegangen bin, eine Abkürzung freigeschaltet. Das heißt, ihr müsst nicht wieder den ganzen Weg zurücklaufen, sondern könnt dann diese Abkürzung nehmen, wenn ihr wieder zu einem anderen Areal von der Spielwelt müsst. Und genauso funktioniert das ja in Dark Souls 1 im Prinzip auch. Upsala. Das war nicht mein Plan. Oh, ich bin mal gespannt, was ich jetzt machen muss. Greifkamera habe ich, glaube ich, noch nicht benutzt mit Bentley. Du hast wegen der Sicherheit hier nicht übertrieben. Hoffentlich kann deine Greifkamera eine Wache auf die Druckplattform locken. Sonst kommst du nie auf die obere Ebene. Ja. Ja. Okay. Greifkamera. Wo ist er? Greifkamera. Was ist das da? Ach, Moment mal, das Klauen ist eine... Oh Gott. Okay, wechseln wir es damit aus. Okay. Gut. Greifen. Also, das ist halt cool gedacht, diese Kamera. Das ist auch irgendwie cool. Wenn ihr bedenkt, dass ihr damit so ausspähen könnt und sowas. Das Ding ist, ich sehe halt nicht wirklich den Sinn, wo man das Ding außerhalb von Missionen braucht. Also klar, um Wachen abzulenken, aber ich glaube, da gibt es doch auch deutlich einfachere, schnellere Sachen, oder? Oh, Claudio schreibt mich an. Das ist auch noch so eine Sache. Mit Claudio, also daran hat sich nichts geändert. Also mit Claudio habe ich immer noch genauso viel zu tun. Meistens treffen wir uns dann nach 0 Uhr. Wir haben jetzt auch erst ziemlich, ja, einigermaßen pünktlich. Wir haben 0.20 Uhr. Wir treffen uns meistens abends um diese Uhrzeit und schauen dann irgendwelche... irgendwelche Videos oder so. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß auch nicht, wo die Druckplattform ist. Ist das die Druckplattform? Komm doch mal hierher.
Verpass ihm einen Schlafpfeil, damit er da bleibt. Ah, das geht mit dir. Okay. Okay. Okay, das hat die Tür zum oberen Büro geöffnet. Lock den Wachmann von oben zur zweiten Druckplattform und schalte so die Türlaser aus. Und ja, wir haben vor kurzem das SpongeBob-Let's-Play beendet etc. Und wir gucken auch immer noch mal ab und zu Videos. Aber was in letzter Zeit auch so ein Ding ist, was wieder neu ist, ich weiß nicht, ob ihr die Spieleserie Danganronpa kennt. Ist so eine Art, wie soll man das sagen, Detektivspiel auf einer Schule. Vielleicht erkläre ich das in einem anderen, einer anderen Aufnahmesession nochmal genauer, weil das wird sich mit Sicherheit jetzt noch durch ein paar Aufnahmesessions ziehen, weil wir spielen da gerade die ganze Serie durch. So, jetzt muss ich gerade, ich muss die Kamera wieder werfen, oder? Ah, ne, okay, ich kann wieder drauf zugreifen. Wie dem auch sei, wir spielen gerade diese Spielserie durch, zusammen mit Ele. Das ist eine gute Freundin von Claudio und mittlerweile, glaube ich, auch eine recht gute Bekannte von mir. Wie auch immer man das nennen kann. Freundin, Bekannte, keine Ahnung. Und ja, wir haben da unseren Spaß, da gemeinsam mitzurätseln. Ele kennt die Spiele schon. Claudio und ich kennen sie nicht, aber es macht auch einfach verdammt viel Spaß, bei dem Kram zuzugucken. Locken wir die Wache überhaupt an? Ich sehe die Wache ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber müssen wir da reingehen? Kann das sein, dass wir von außen gar nicht daran können? Wir gehen mal da rein. Zack. Oh shit, ich wusste nicht, dass ich... Okay. Okay. Ja, irgendeine Schwierigkeit muss ja dahinter sein, ne? Okay. Auf der Plattform. Ich schätze einfach mal. Ja. Klasse, der Weg ist frei. Gut, dass du diesen Nachbrenner hast. Ohne etwas zum Hochklettern oder Runterspringen ist das unser einziger Weg, an den Computer im oberen Büro zu kommen. Wie auch immer, es macht Spaß auf jeden Fall daneben bei. Also Ele und ich gucken Claudio quasi zu, wie er das spielt. Einfach über die Live-Übertragung von Discord. Er streamt das quasi, aber natürlich nur für uns zwei. Wir schauen ihm einfach dabei zu, wie er das spielt. Dabei quatscht man immer nebenbei ein bisschen, redet eben zusammen über das Spiel, versucht zusammen da die Rätsel zu lösen, wer der Mörder ist etc. Wie gesagt, ich erkläre das Spiel in einer anderen Aufnahmesession vielleicht nochmal ein bisschen besser, aber ich will das jetzt auch nicht... Ich habe nicht mehr so viel Zeit, weil Claudio hat ja gerade schon geschrieben. Heute fangen wir übrigens mit dem zweiten Teil von Danganronpa an. Der erste war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr genial. Und ja, das ist so ein Ding, was sich eben auch so in den letzten Wochen so entwickelt hat. Also mal eine ganz neue Beschäftigung. Früher war es so, entweder haben Claudio und ich halt Videos geguckt oder wir haben was gezockt. Und jetzt ist das auch mal wieder was komplett Neues mit Ele zusammen. Und ist eine coole Sache. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ich mache das gerne. Es macht Spaß, Claudio zuzugucken. Und ich hoffe, dass wir noch einiges an Spaß haben werden. Der zweite Teil von Danganronpa soll auf jeden Fall so eine gute... Was soll's? Ich glaube, so gute 30 Stunden Spielzeit haben oder so. Von daher gibt es da noch einiges zu erledigen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schätze schon, wir müssen hier lang. Ne? Ich habe gar nicht so genau aufgepasst, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber ich nehme mal an, wir müssen schon hier hinten irgendwas klauen oder so. Mhm.
Ja, und nebenbei sind halt immer noch so die üblichen Sachen, die laufen. Mit dem Grievous unterhalte ich mich gerne per WhatsApp. Der hat momentan kein Handy. Wenn er das hier sieht, hat er wahrscheinlich schon lange wieder ein neues Handy. Aber zurzeit hat er kein wirklich funktionierendes Handy, beziehungsweise kann WhatsApp nur über den PC nutzen. Und wir nehmen weiterhin Mad Max auf. Das ist ja auch so ein Projekt, wo ich mir viel, viel Zeit für lasse, weil das auch ein Spiel ist, was ich sehr, sehr gerne spiele und ich genieße das einfach. Und wir führen immer sehr, sehr coole Unterhaltungen während dem Mad Max Let's Play. Also es gibt viele Let's Plays hier auf dem Kanal, die aus bestimmten Gründen ein Highlight sind. Und Mad Max ist für mich einfach so dieses Projekt, da musst du nicht mehr unbedingt zugucken. Du kannst auch zugucken, das ist halt entspanntes Gameplay. Es passiert aber halt nicht viel Spannendes oder Neues, aber wenn man Spaß hat an der Spielwelt, wenn man sich die gerne anguckt und die Atmosphäre liebt von dem Spiel und so, kann man da schon gut zugucken. Aber es geht eben auch viel um die Unterhaltung, die wir führen. Es ist quasi so eine Art Podcast mit Gameplay unterlegt. Und das ist das Coole an dem Mad Max Let's Play und was das Mad Max Let's Play für mich auch so ein bisschen auszeichnet. Hab keine Angst, kleiner Computer. Das wird nicht wehtun. Bitte kein Hacking-Minispiel. Nein! Die Daten müssen hinter diesen Firewall. Hab ich gerade Schaden genommen, weil ich da... Ich hasse das. Ich hasse das Hacking-Minispiel. Ich hasse... Ich freue mich schon auf die Piratenwelt. Ich weiß nicht warum, habe ich das jetzt schon gespoilert? Es gibt eine Piratenwelt, aber ich freue mich schon sehr darauf, weil... Irgendwie habe ich an diese Piratenwelt nicht viel schlechte Erinnerungen. Ich hoffe, ich werde nicht vom Gegenteil überzeugt, aber ich glaube, die war ganz cool. Von daher... Ah, es geht weiter. Es geht weiter. Ich hasse es. Ich hasse es. Okay. Aber was auf jeden Fall in der Piratenwelt richtig cool war... Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es kommt noch eine Piratenwelt und ich habe richtig Bock drauf. So viel dazu. Machen die sich, gegenseitig kaputt? Vielleicht hätte ich einfach noch ein bisschen warten sollen. Die haben sich nämlich schön gegenseitig kaputt gemacht, die Idioten. Ah, komm. Okay. Geht weg von mir. Ich bin fast da. Okay, scheiß auf euch. Okay. Aha, die Datenbank ist offen. Ich bin ein richtiges Genie. Puh. Und jetzt kommt die Einsatzbesprechung, ne? Nehme ich einfach mal an. Yes. Die Operation verläuft glatt. Zu. Dieser Zau ist cleverer, als wir gedacht haben. Ab sofort haben wir nur noch ein Ziel, den ThiefNet-Computer zurückzustehlen. Wir haben keine Zeit mehr für Spitzfindigkeiten. Bentley, brich in den Palast ein und durchstöbere seinen PC. Er könnte ihn mit unserem verbunden haben, also setzen wir da an. Der Rest des Teams hält sich bereit. Ich weiß nicht, wohin das führen wird. Ohohoho, das ist immer was ganz Neues tatsächlich. Ja, also ich glaube, wir können jetzt auch gerade keine Upgrades mehr kaufen, ne? Nein, der PC ist halt echt weg. Und das sind so Details, die ich halt wirklich liebe an Spielen. Sieht so aus, als ob wir aktuell nur eine Mission hätten. Also auf jeden Fall die, den PC wiederzuholen. Und ich liebe es, wenn in Sly eben auch mal nicht immer alles nach Plan verläuft. Das ist jetzt schon wieder so genau wie damals mit Jorbizor, wo es am Ende auch schief gegangen ist, wo sie gefangen genommen wurden. Ich liebe sowas. Ja. Aber Xao, muss man auf jeden Fall sagen, ist, glaube ich, auf so dieser Liste von Sly-Bösewichten auf jeden Fall
ziemlich weit oben. Weil er ist halt nicht nur sehr arrogant und selbstsicher und ein Tyrann und so, was eben schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung für einen Bösewicht ist. Nee, er ist eben auch hinterlistig, er ist gerissen. Er ist halt einfach nicht nur brutal, sondern hat auch was im Köpfchen. Und das ist halt das Ding, was den so ausmacht. Und deswegen ist er auch, glaube ich, einer der fiesesten Sly-Bösewichte. Und einer, der es halt wirklich verdient hat. Also es gibt ja manche Bösewichte hier bei Sly, wo man sich sagt, haben die es wirklich verdient, dass man sie gerade so fertig macht? Zum Beispiel, ja, Don Octavio, der war zwar auch schon ein richtiger Umweltsünder und so, aber im Grunde war der ja nur, auch nur irgendwie missverstanden. Und der hier ist halt wirklich ein Arschloch, um es mal so ganz direkt zu sagen. Und es wird richtig übel. Oder es wird richtig schön, es diesem Typen heimzuzahlen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber gut. Das war eine schöne Aufnahmesession. Ich bin froh, dass ich mal wieder was geschafft habe. Wir haben jetzt 0.32 Uhr. Ich werde jetzt mit Claudio und Ele Danganronpa 2 beginnen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Bis dann. Tschüss.